Hallo und willkommen zu einer neuen Castle Story Folge. In der letzten Folge haben wir total Mist gebaut, oder eher ich, sage ich mal so. Ihr habt ja nur zugesehen, und zwar, ja, es hat nicht geklappt, die Stockpiles hier in die zweite Ebene oder in die erste eigentlich hier oben in den ersten Stock reinzulegen. Man kann zwar hier welche platzieren, also das geht, dass man eben so halb schwebend platziert, aber die Bricktrons legen dann dort irgendwie nichts hin. Und aus diesem Grund müssen wir hier leider hier oben alles wieder abreißen. Das werden wir jetzt aber ein bisschen spannender machen als einfach nur abreißen. Das ist ja, ich meine, abreißen, das kann ja jeder. Das ist ja langweilig. Wir machen jetzt hier mal was Cooles. Und zwar habe ich mir gedacht, wir können das ja eigentlich sprengen. Es ist nämlich so, dass die so müsste es eigentlich gehen. Also ich muss jetzt hier mal eine Behelfstreppe raufbauen. Es ist nämlich so, dass, ja, das passt, die reißen wir dann auch gleich wieder ab, dass ja die Fässer, die explosiven Fässer, haben ja eine Reichweite von 3 Blöcken. Also genau 1, 2, 3. Wenn wir jetzt hier oben an den Ecken und hier auf der vorderen Reihe eben Fässer platzieren und die dann sprengen, müsste es eigentlich genau die obere Ebene wegsprengen und sonst nichts. Ich hoffe mal, dass es auch klappt. Ich werde vorher mal speichern natürlich, damit man, falls da alles zusammenkracht, dann eben nicht blöd dastehen oder ich nicht blöd dastehe. Aber ich glaube, das könnte doch ganz gut funktionieren. Also nehmen wir uns hier einen unserer zahlreichen Bricktrons und noch einen und noch einen. Ich glaube ja, 3 Fässer müssten eigentlich reichen. Moment, ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen. So, war nur der Paketbote, der ja an der Tür geklingelt hat, wie das Paketboten eben gerne so machen und ein Paket gebracht hat. Auch eine Angewohnheit von Paketboten. Ja gut, machen wir weiter mit Castle Story. Wir haben hier 3 Fässer mit explosivem Inhalt. Eigentlich bräuchte man nur eines, was wirklich explosiv ist, weil ja die Fässer, also auch die leeren ja explodieren, wenn sie in den, wie soll ich sagen, in den Einzugsbereich einer Explosion kommen und oder in den Einflussbereich einer Explosion. Und ich mache es aber trotzdem mal mit 3 hier. Schick mal erstmal den Spank hier hoch. Den könnte man ja eigentlich hier, wie machen wir das denn dann? Wenn wir jetzt hier 3, wenn wir hier 1 platzieren, müsste es ja eigentlich sogar reichen. Hier 1. So von wegen, dass man nicht ganz an die Ecken die Fässer machen, sondern so ein bisschen in die Mitte, um Sprengstoff zu sparen. Dann können wir eines ja eigentlich hier hin machen. So. Und das dritte müsste man dann eigentlich nur, na komm schon, runter hier, weg mit dir. Und das dritte Fass im Bunde, das würde man dann, na komm schon, bleib nicht immer stehen. Das könnte man dann ja, wo würde man das hinmachen? Naja, hier vielleicht, hier, so. Ja, ich weiß es gar nicht. Eigentlich können wir die Treppe ja auch bestehen lassen hier. Die würde ja auch mitgesprengt werden, glaube ich zumindest. Dann machen wir mal ein Safe Game, damit wir, falls jetzt wirklich alles zusammenkracht, falls wir da jetzt wirklich mit dem Schlimmsten rechnen müssen, dass wir da ein Fallback haben. Und ja, würde ich sagen, ach, da steht jetzt noch ein Bricktron drin. Das ist natürlich nicht gesund, wenn du hier drunter stehst, wenn die große Explosion kommt, weil das tut halt weh oder so manchmal. Wir können ihn ja hier hin. Na, Moment. Ich will, dass du mich ansiehst. Sieh mich an, wenn du mich ansiehst. Sprechen kannst du ja nicht. Na? Stellen wir den auch hierher und den hier da unten. Ich finde das immer ganz cool, wenn die so ein bisschen im Bild sind, wenn was explodiert, weil dann sieht man halt auch, ob da eben, ob die Explosion sich so weit auswirkt auf die oder nicht. Ich speichere jetzt nochmal, damit wir es auch genauso haben. Und explode. Bada bam! Da haut's die Bricktrons um. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie es nicht überleben. Aber ansonsten, die Blöcke hier hat es gelockert. Ich drücke jetzt mal entfernen. Normalerweise würde ich das alles recyclingtechnisch aufsaugen oder aufheben, aber das ist ja nicht so leicht, so unbedingt. Ja. Wenn wir sie zerstört hätten, hätten wir es mehr oder weniger auch verloren. In 003 gibt es ja diesen Aufräumtask. Da hätte ich jetzt hier einen Task gemacht, aufräumen. Da hätten die das schön alles wieder einsortiert und aufgesammelt. Gibt es hier ja leider nicht.
Das heißt auch, ja, das war doch mal eine saubere Sprengung, muss ich sagen. Ja, kann man jetzt echt nichts sagen. Die Reiche hinten können wir ja gleich mal bestehen lassen. Hier werden wir jetzt einfach mal, ja, eben das Ganze ein bisschen drüber bauen hier. So und so und so und so. Falls ihr euch jetzt fragt, warum baust du hier, warum lässt du hier Löcher frei? Ja, warum? Deswegen, damit die Brickstones dann auch hier rauflaufen können zu den Stockpiles, die um eine Ebene höher liegen. Jetzt werden wir natürlich jede Menge Steine brauchen, aber wir haben ja kein Problem damit, unsere Mine auch mal zu erweitern, wenn es denn notwendig sein sollte. Insofern, ja, kein Thema. Apropos Mine, sollten wir mal nachsehen. Die ist ja schon fast fertig, aber irgendwie nicht ganz. Was ist denn hier? Was ist denn hier das Problem? Da ist noch was. Müsste noch abbauen. Oder machen die eh? Wo sind die denn überhaupt? Das sind die hier, Mining. Selektieren wir die einfach mal hier der Reihe nach und dann sehen wir mal, wo die denn so rumstehen, wo die denn sind. Hier ist einer. Ein paar sind hier. Also Stockpile-Möglichkeiten gäbe es ja genug zum Lagern. Finden die den Weg nicht mehr? Was ist denn, wenn ich die jetzt hier reinschicke oder hier hinschicke? Ah, okay, naja, klar. Ja, ich spiele ja privat sozusagen schon mit 003 und, ja, da unten ist er, der Tor. Und da ist das Pathfinding ja doch verbessert worden, das darf ich verraten, weil das ja von Sauropod selber auch angekündigt worden ist und deswegen bin ich fast gar nicht mehr gewohnt hier, dass, dass das alles so... Wobei man sagen muss, dass es auch noch nicht ganz so perfekt ist in 003, aber doch wesentlich spürbar besser. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich schon zu viel verraten, aber egal. Ja, jetzt geht es wieder voran hier. Ich hoffe nur, dass die den Weg dann wieder finden. Wir könnten versuchen, eventuell, dass wir hier irgendwie von hier aus zum Beispiel... einen Tunnel runtergraben in diesen Hohlraum. Ist natürlich die Frage, ob das klappt, aber ein Versuch ist es ja eigentlich wert. Machen wir das mal. Mine, Tunnel. Ja, warum nicht hier einfach? Und jetzt erstmal eins nach vorne. Das müssen wir nämlich leider vorher, können wir keine Treppen runter machen. Jetzt aber geht's mit den Treppen runter. Zack. Ah ja, jetzt geht es eh doppelt. Keine Ahnung, warum es manchmal nur einmal einfach geht. Ah ja, perfekt. Naja, gut. Perfekt ist jetzt die Frage, ob man das perfekt nennen soll. Da kommt es hier oben raus, der Tunnel. Na super. Ich glaube, das lassen wir dann lieber. Weil, aber hier unten könnte man eigentlich, hier unten könnte man es machen. Das würde, glaube ich, gehen. Weil es bringt ja nichts, wenn der Tunnel nicht auf der gleichen Ebene rauskommt, sondern wenn der da oben quasi im Dach dieses kleinen Raumes im Berg rauskommt. Tunnel. Create a Tunnel. Hier. Eins vor und so. Jetzt erst drehen und runter mit den Stiegen, mit den Treppen. Ist die Frage, ob wir jetzt nicht zu tief sind wieder. Ah, jetzt sind wir irgendwie zu tief. Ja, jetzt treffen wir es natürlich erst wieder nicht. Okay, das sollte aber kein Problem sein, weil jetzt sehen wir ja ungefähr, wo wir hin müssen. Das heißt, wir müssen jetzt nur die... wie ging das? Remove Blocks, jawohl. Das heißt, wir entfernen das wieder. Zack, 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 zack. Zack. Moment, ist ein bisschen schwierig hier immer, da den Überblick zu behalten, wo genau man jetzt eigentlich ist. Aber ich glaube, da sind wir immer noch zu tief hier. So vielleicht? Naja, aber es ist noch ein Block zu tief, aber wenn wir jetzt hier den hier wegmachen, jetzt können wir wieder Adblocks machen, dann müsste es eigentlich wieder passen. So hier. Okay, ne, hier nicht. Ne, Remove Blocks, den hier weg. Da müssen wir jetzt noch eine Treppe runter machen. So, und jetzt machen wir hier Add Blocks und dann müssten wir eben ehrlich hier rauskommen. Ja, es hat funktioniert. Es ist ein Wunder geschehen. Und da können wir jetzt eigentlich, jetzt sind sie nämlich, glaube ich, fertig hier. Ja, noch nicht ganz, aber fast.
Dann nehmen wir einfach irgendwelche anderen Brickdrons, zum Beispiel die hier alle so die Stockpiles blockieren, ein paar von denen. Das geht ja gar nicht mal, dass man hier die Stockpiles einfach so blockiert. Was fällt euch eigentlich ein? Dann geht mal die hier in die Minengruppe rein. Okay, das hat sich jetzt teilweise überlappt oder überdeckt. Haben wir jetzt ein paar Holzfäller plötzlich dafür genommen. Was sind eigentlich mit den Holzfällern? Sind die schon? Die sind eh schon fertig. Naja, okay. Dann können wir sie ja löschen, die Gruppe hier. Ich finde, ab einer gewissen Anzahl von Brechtrons ist es manchmal nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Wobei das ja auch in der neuen Version ein bisschen besser gelöst ist. Aber na, da darf ich nichts drüber sagen. Den Baum hier, den lasse ich jetzt auch noch weg. Hacken, der verhagelt mir hier immer so die Sicht, weil dann will ich immer so hier die super Sicht machen auf das Lagerhaus und dann, ja, steht hier dieser riesige Baum im Weg. Tree Powers activate. Und hier, sind euch die Steine ausgegangen oder was? Offensichtlich. Man denkt immer, man hat hier Stockpiles voll mit Steinen, das reicht ja bis in alle Ewigkeit und dann sind sie weg. So geht's im Leben. So geht's den Lottogewinnern auch immer mit dem Geld. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass viele Lottogewinner irgendwie 5 Jahre danach den ganzen Gewinn, also nicht alle, muss man sagen, aber viele nach 5 Jahren oder nach ein paar Jahren den ganzen Gewinn irgendwie weggedingst haben, weggekauft sozusagen, weil sie immer irgendwelche Sachen gekauft haben und dann plötzlich. Wo laufen die jetzt hin eigentlich? Ach so, hier ist wieder Nachschub gekommen. Deswegen. Eigentlich können wir die Stockpiles hier dann auch mal wegmachen. Dann mache ich jetzt mal Delete hier. Bei dem hier, bei dem Rest können wir noch warten, bis es verbraucht wird. Ja. Weil es dann schneller weg ist, als man denkt. Moment, jetzt fällt mir gerade was ein. Kann das sein, dass man Stockpiles ja gar nicht richtig auf Steinen bauen kann? Ich habe es so dunkel in Erinnerung, dass irgendjemand von euch mal geschrieben hat, da saugen die irgendwie den Boden auf oder so. Moment, das müssen wir jetzt mal testen. Bevor wir hier weitermachen, stopp. Machen wir mal das hier alles weg. Wir machen jetzt erstmal einen Test. Bevor wir hier Mist bauen. Holt mal jemand Holz bitte, dass wir hier einen Stockpile kriegen. Hallo? Ach, da ist schon wieder ein neuer Brickdrawn entstanden. Naja, das ist der Bojo. Hallo, Bojo. Leider kein Abonnentenname jetzt in dem Fall, aber ja, gut. Macht auch nichts. Bojo, du kannst ja mal hier unten zu den anderen gehen. Die stehen auch dumm rum. Kannst du gemeinsam mit den anderen dumm rumstehen. Dumm rumstehen. Das funktioniert auf beide Arten, fällt mir gerade auf. Dumm rumstehen und rum dumm stehen. Also, zwar jetzt kein Wort, aber man könnte es ja so nennen. Also, dumm stehen. Jemand steht dumm, im Sinne von, er steht halt einfach nur da. Ah ja, jetzt, aber da funktioniert's. Na, okay, dann war das doch nicht so, weil ich hatte irgendwie schon die Befürchtung, irgendjemand von euch hat nämlich gepostet, irgendwie, dass bei Steinen irgendwie da der Boden aufgesaugt würde oder irgend sowas. Da habe ich nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist. Oder gemeint war, aber hier offenbar nicht, weil da hat's geklappt. Da haben sie jetzt die Steine draufgelegt. Kann man jetzt nichts sagen. Da sind sie immer noch nicht fertig. Ach du meine Güte, die sind schon wieder irgendwie. Die verlaufen sich wahrscheinlich schon wieder irgendwie total. Was ist mit dem hier? Da haben sie ja auch schon ein bisschen was gemacht jetzt. Oder? Ach, da sind sie schon fertig. Ach. So schnell ging das. Naja, dann löschen wir mal die Gruppe hier. Und hier, da fehlt aber noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Nur da finden sie nicht hin. Okay, wo sind sie denn? Da sind sie. Geht doch mal hierher. Platz müsste eigentlich genug geben, oder? Stockpile-technisch. Glaube ich. Jetzt legen sie es wieder hierher. Okay, das klappt zumindest mal. Oder gibt es hier nicht mehr genug Platz? Nee, da gibt's doch noch. Da. Da ist ja auch noch ganz viel halbvolles Geröll hier, was hier rumliegt. Das ist ja auch so eine Unsitte.
Naja, okay. Bauen wir es mal hier weiter. Jetzt haben wir halt hier da dieses diesen Zwischenboden mehr oder weniger eingebaut. Das hätten wir, naja, ich weiß gar nicht, ob wir das vermeiden hätten können. Weil wenn ich hier diese Bögen hier eins weiter unten eingesetzt hätte, dann hätten wahrscheinlich die Stockpiles drunter nicht mehr reingepasst. Und vor allem hätte es bescheuert ausgesehen, dass er auch schon ein Grund ist, nicht zu machen. Also passt das eigentlich schon. Und jetzt können wir eigentlich die bewährte Technik hier oben fortsetzen. Wir machen hier wieder eben Blöcke rein und da eine Wand hoch, die eben zwei Blöcke hoch ist. Hier vorne haben wir dann wieder hier 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1. Ne, so nicht. Ne, so auch nicht. So und so. 1, 2, 1, 2. Links, rechts, links, rechts. Hier haben wir dann wieder die ganze Reihe von Bögen, wie gehabt. Ich finde, so ein Lagerhaus aus Stein sieht zumindest stabiler aus, weil man muss sich ja vorstellen, dass da ja ganz viel Gewicht drauf liegt auf diesen ganzen Stockpiles. Ist natürlich in Wahrheit völlig egal, also spieltechnisch, aber weil es ja kein Modell der Physik in dem Sinn gibt hier, dass es so um Gewichte gehen würde, dass man sagen würde, das geht nicht, weil es zu schwer ist oder so, aber trotz allem sieht es, glaube ich, schon besser aus hier so. Okay, was wir dann noch überlegen müssen, ist, wie wir dann aufs nächste Geschoss kommen, also treppentechnisch, wie wir hier die Treppen rumführen. Da müsste man irgendwie so eine Art Treppenhaus oder ich weiß gar nicht, wie man das gut machen könnte, dass es auch noch einigermaßen gut aussieht vor allem, dass es nicht irgendwie komisch aussieht. Wenn man jetzt hier überlegt, wenn ich jetzt hier eine Treppe hochmache, dann hier, das ist komisch. Wenn ich hier... Moment mal. Ich glaube, ich habe fast eine Idee, weil eine Zweiertreppe müsste ja eigentlich reichen. Wenn man hier jetzt, sage ich mal so, also stell dir mal vor, hier draußen meine ich natürlich zwei nach vorne, dann ums Eck und dann wieder hierher, dann müsste es eigentlich gehen. Schade natürlich, dass es keine Holztreppen gibt. So sieht es nämlich dann ein bisschen bescheuert aus, aber da kommen wir wohl leider nicht drum rum. Ja, vielleicht sogar auf beiden Seiten, damit sich die Brechtons auch auf keinen Fall verlaufen oder irgendwie sonst Unsinn machen, was sie ja gerne mal machen. Ja, ich glaube, so werden wir es machen. Wir werden es aber auf die nächste Folge verschieben. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet in dieser Aufnahme, habe ich hier schon, glaube ich, einige Male gesagt. Und deswegen muss ich meine Stimme ein bisschen schonen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Wir haben immerhin etwas in die Luft gejagt, das ist immer gut. Und wir haben keine Steine mehr. Okay, die Mine müssen wir auch auf jeden Fall ausweiten in der nächsten Folge. Da machen wir das dann. Bis dahin verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.